Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich reihe mich heute ein in die Reihe der Bundestagsabgeordneten, die zuerst einmal Danke sagen. Nach knapp 16 Jahren und 4 Wahlperioden ist dies voraussichtlich meine letzte Rede hier im Plenum des Deutschen Bundestages. Bedanken möchte ich mich bei Ihnen als Abgeordnete, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei allen, die in den Ausschüssen Tourismus, Wirtschaft und Verkehr aktiv waren und aktiv sind. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Doch auf der Tagesordnung heute steht eine Aktuelle Stunde der Union zum Thema Cannabis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einige meiner Vorrednerinnen und Vorredner haben das bereits betont, gibt es wirklich keine wichtigeren Themen für eine große Oppositionsfraktion? Haben wir keine anderen Probleme in diesem Land? Oder glauben Sie alle ernstes, dass Sie mit diesem Thema neue Wählerinnen und Wähler gewinnen? Ich glaube es nicht. Heute konsumieren rund 4 bis 5 Millionen Menschen in Deutschland, ich gehöre nicht dazu, Cannabisprodukte. Diese Menschen werden diese Debatte sehr genau verfolgen. Diese Menschen haben keinen Bock mehr darauf, kriminalisiert zu werden für etwas, was nicht kriminell ist. Und ja, in allen Fraktionen gab es sehr kontroverse Debatten, auch in meiner SPD-Fraktion. Und dennoch gab es hier im Plenum eine Mehrheit, das den Konsum von Cannabisprodukten entkriminalisiert. Das ist was anderes als legalisiert. Ich bin kein Jurist, aber da gibt es, glaube ich, einige hier im Haus, die können Ihnen den Unterschied erklären. Und entkriminalisieren ist etwas völlig anderes. Nein, im Gegensatz zu Alkohol und Tabak kann man Cannabisprodukte nicht an jeder Ecke kaufen. Und auch der Konsum ist stark reguliert. Also lassen Sie uns bitte erst mal dieses neue Gesetz 2 bis 3 Jahre wirken, weil das ist der Frist, der Zeitraum, wo man quasi abschätzen kann, ob man etwas korrigieren muss, ob man was ergänzen muss oder ob sich etwas nicht bewährt hat. Also bitte lassen Sie uns erst mal das Gesetz wirken. Zu diesem Zeitpunkt ist das überhaupt nicht möglich einzusetzen. Als Verkehrspolitiker war für mich die Frage der Fahrtauglichkeit bei Cannabiskonsum sehr spannend. Trotz meiner Zustimmung zum Gesetz bleibe ich sehr skeptisch, was hier die Grenzwerte angeht und ob sie wirksam sind. Seit 2009 setze ich mich dafür ein, hier im Bundestag, dass das Fahren eines Fahrzeuges zu 100% frei von Suchtmitteln sein muss. Bei Verkehrsunfällen sterben in Deutschland jedes Jahr knapp 3.000 Menschen. Über 20.000 Menschen werden schwer verletzt. Unsere Aufgabe als Gesetzgeber ist es, die Menschen vor Schaden zu schützen. Und dazu gehört auch, dass neben Drogen Alkohol nichts im Straßenverkehr zu suchen hat. Da machen Sie als Union aber nicht mit. Das ist alles andere als konsequent und geradlinig. Saufen ist legal, Kiffen ist kriminell. Das ist die Union des Jahres 2024. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Entkriminalisierung gehört aus aktuellem Anlass auch die beantragte Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Als Mann wäre ich zu 50% an einer möglichen Schwangerschaft beteiligt. Kommt es zu einem Abbruch, ist die Frau alleine verantwortlich. Der Paragraph 218 muss endlich gestrichen werden. Auch das hätte Thema der heutigen Aktuellen Stunde sein können. Diese Chance haben Sie verpasst. Herzliches Glück auf. Und die eine Minute schenke ich, Frau Präsidentin. Wir haben ja noch eine volle Tagesordnung heute. Glück auf.